Hi, willkommen zum zweiten Teil meines Einsteigerverfahrens. Bitte stört euch jetzt nicht am Handy. Das ist tatsächlich für mich eine Stoppuhr, die hier läuft. Die soll mich einfach ein bisschen bremsen, damit ich nicht zu ausschweifend hier quatsche. Im Prinzip, die wird auch nachher mal wieder mitlaufen mit einzelnen kleinen Videoparts. Ja, erstens mal vielen Dank, dass ihr jetzt mit dabei seid beim zweiten Teil meines Einsteigerleitfahrens. Danke, dass, also die Resonanz vom ersten Teil hat mich echt überrascht und freut mich auch, dass es so gut ankommt. Vielen Dank für alle Likes dort und Kommentare und auch Empfehlungen. Ganz wichtig, also es gibt kein besseres Kompliment, als wenn man empfohlen wird als Video oder auch als Creator, sage ich jetzt mal. Danke dafür einfach, Leute. Heute beim zweiten Teil nehmen wir wieder 100 Euro in die Hand, erweitern eine der Grundboxen hier von unseren vier Armeen. Kurz zur Wiederholung, falls ihr neu dabei seid, es gibt die Imperium-Streitkräfte, die Rebellenallianz, es gibt die Droiden-Armee und es gibt die Klonarmee der Republik in den Fraktionen hier. Ganz wichtig, noch ein kleines Wort noch einmal dazu, falls ihr Teil 1 nicht gesehen habt. Ich würde heute, wie gesagt, anders da anfangen mit diesem Hobby. Deswegen mache ich diesen Leitfaden natürlich, als das Spiel Star Wars Legion im März 2018 mit dieser Grundbox erschienen ist. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte da natürlich auch zwei Grundboxen geholt, damit ich einfach schnell viele Modelle habe für 800 Punkte spielen. Es gibt bei Star Wars Legion zwei Spielformate, 500 Punkte und 800 Punkte. Da wird auch dementsprechend die Spielfläche größer. Demnach, wie gesagt, es gab nichts anderes, habe ich mir auch zwei Grundboxen geholt. Natürlich ähnlich hier im September oder Oktober 2019 erschienen. Klar, es gab nichts anderes, auch hatte ich hier dann nur die Wahl, mir gleich zwei Grundboxen zu holen, weil ich recht früh in der Armee das Klonarmee spielen wollte oder Republik. Ja, wie gesagt, heute würde ich das anders machen, deswegen auch dieser Leitfaden hier. Wieder 100 Euro heute, wir werden unsere Armeen alle nochmal ein bisschen erweitern. Es gibt noch einen dritten Teil dann, auch wieder 100 Euro, bis wir am Schluss 300 Euro in eine der vier Fraktionen investiert haben und einen schönen Start, einen flexiblen Start auch vor allem ins Hobby dann bekommen. Damit ihr ein bisschen mehr aber auch zu gucken habt und nicht nur mich hier auf der grauen Tischplatte hier seht mit den zwei Boxen, ist das blöde, ne? Baue ich hier ein bisschen um. Also ihr seht hier gleich jeweils die Armeen immer, was ihr euch dann schon gekauft habt, mit dem, was hier neu dazukommen wird. Das Ganze kriegt ihr hier auch nochmal eingeblendet und ab und zu kommt auf diese Höhe eingeblendet irgendein Bild von einer Miniatur, einfach als Nahaufnahme. Einfach ein bisschen netter fürs Auge und ja, Ablauf ist wie beim ersten Teil. Erst Imperium, Rebellen, Droiden und dann die Klonen zum Schluss. Nun viel Spaß mit dem Imperiumsteil. Bis gleich. Willkommen bei Imperium. Ja, wir sind hier auf Yavin gelandet, einfach, dass ihr ein bisschen Kulisse auch habt und die Modelle mal ein bisschen seht, was auf euch so zukommt. Hier aufgebaut, wie angekündigt, das, was wir uns in Teil 1 zugelegt haben. Hier, was wir uns jetzt zulegen werden. Gehen wir hier nochmal kurz durch. Kurz Abriss, was haben wir uns denn laut Teil 1 holen sollen. Wir haben uns eine Grundbox geholt, darin enthalten Darth Vader, zwei Einheiten Sturmtruppen und ein Duo von Speedbikes. Ergänzen sollt ihr das Ganze mit dem General Rears als günstigen Commander-Alternative. Eurem ersten Kopfgeleer, das ist Bosk, leider hier nur mal, sorry dafür, er hat es noch nicht auf den Maltisch geschafft. Und die muss ich jetzt einblenden, eine Einheitenbox vom Küstentruppler. Vorteil beim Küstentruppler-Box war, wir haben gleich zwei Kops anheim bekommen. Bedeutet, ihr habt einen Infanterietrupp drin mit vier Modellen, optional, der fünfte Mann ist die schwere Waffe und ihr habt auch drin enthalten ein Mercer-Team. Problem ist nur, das Mercer-Team könnt ihr nur in eure Armee packen, wenn der große Partytrupp mit dabei ist. Sonst geht das nicht mit. Einzelne Bedingungen, die wir uns halten mussten. Ein solider Rundum-Grundstock für den Anfang, für 500-Punkte-Spiele aufwahlen. Jetzt erweitern wir das Ganze mit diesen Sachen hier. Ich habe lange überlegt, wen ich dazu holen wird für euch. Ich bin dann doch bei Director Krennic landet. Ja, Director Krennic ist... Ich fand ihn ziemlich cool im Film tatsächlich, Rogue One. Da sehen wir, wie er den Todesstern überwacht, so die letzten Züge bei der Baumaßnahmen, auch von dieser Todesstern-Technologie von Laserstrahlen im Prinzip. Ist hier im Prinzip ähnlich. Director Krennic unterstützt das Verteilen von Niederhaltenmarkern und auch vor allem eine Einheit von Spezialisten, zu der kommen wir gleich nochmal. Was meine ich mit dem Niederhaltenmarker? Jeder Commander oder Agent, den ihr euch kauft, hat ein Befehlskartendeck mit drin. Das besteht aus 3 bis zu 4 oder 5 vielleicht auch später mal, wer weiß, Karten. Die Befehlskarten widerspiegeln so ein bisschen die Verhaltensweisen der Figuren aus den Filmen oder Serien. Im Fall von Director Krennic wäre das zum Beispiel, er schüchtert den Gegner gerne mit technologischer Überlegenheit ein. Es gibt eine Karte, da zeigt er, weil da sieht man den Todesstern aufsteigen quasi am Horizont. Diese Karte spielt ja hier. Und jedes Modell, egal ob Freund oder Feind, bekommt einen Niederhaltenmarker. Spiele die Karte sogar in Runde 5 oder 6, gibt es sogar 2 Niederhaltenmarker.
sehr mächtig, weil ihr müsst das Ziel nicht mal sehen. Ihr müsst dafür niemanden sehen. Es ist die komplette Karte. Weder Freund noch Feind wird davon verschont. Für einen Feind kann es natürlich ziemlich bitter sein, wenn ihr eh schon fleißig dabei seid, den Niederhalten zu verteilen durch den Mörserfleucht und den Küstentruppler oder eure Todestruppler. Oder durch Krennic, wie auch immer. Im besten Falle rennen euch die Feinde von der Platte irgendwann, weil ihr einfach zu viel Angst dann haben aufgrund der Master Niederhalte und die Aktion, die sie verlieren, senken natürlich auch die Mobilität des Gegners und auch dessen Widerstandskraft gegen euch. Ja, dann noch zu seinem Gefolge, das hat er auch als Sonderregel, da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein, Todestruppen. Ihr sollt euch unbedingt Todestruppler holen. Ich fand deren Auftritt auch sehr cool bei Rogue One. Gerade diese rasselnde Maske, das große Auftreten von denen im Prinzip, weil es einfach sehr große Schausteller halt waren, sag ich mal. Diese schwarze Rüstung, dann diese giftig grünen Linsen, sehr gut. Sie sind auch im Spiel sehr gut. Ich habe immer noch Respekt vor denen als Gegnern. Sie können Energiesymbole in Angriff benutzen, als auch in der Verteidigung. Also die erwürfelnden Symbole, ich meine nicht die Marker, die erwürfelnden Energiezeichen können sie in Treffer drehen beim Angriff oder in der Verteidigung auch erfolgreiche Blocksysteme. Das heißt, sie sind sehr schwer zu töten, haben auch eine starke Trefferquote. Vorteil ist noch von denen, sie haben nicht nur eine Waffe dabei, sie haben noch eine Zweitwaffe dabei, die können sie umbauen, auf Reichweite 1 bis 4 schießen damit. Dann streuen sie einen zweiten niederhalten Marker. Oder sie schießen auf kurze Reichweite, 1 bis 2, aber ignorieren dann, soweit ich weiß, gerade ist es Deckung tatsächlich. Also groß einbunkern von denen ist echt schwer möglich. Ja, erwähnt ab, nächste Spezialeinheit, die ich mir holen würde, wären Scout-Truppler. Ähnlich wie beim Küstentruppler, ihr habt einen großen Trupp dabei, 4 Modell plus 5. Mann ist die schwere Waffe. Was habt ihr hier an schwere Waffe drin? Ein Scharfschützen oder ein Minenleger. Könnt ihr haben, wir wollen vor allem den Scharfschützen haben. Der Minenleger lohnt sich erst ab einer zweiten Scout-Truppler-Box, ganz ehrlich. Eine Box allein wird euch mit nicht so viel Spaß bringen einfach. Da braucht ihr noch ein zweites Team mit einem Bombensaboteur oder mit so einem Minenleger. Das Scharfschützengewehr, warum seid ihr so scharf drauf? Weil ihr könnt es auch ein Zweimann-Team packen. Da ist dann der Scharfschütze selbst der Squad-Leader. Das andere ist halt so ein Scout-Truppler nur, also ein Richtschütze quasi. Das Scharfschützengewehr hat Durchschlagen, bedeutet, ihr könnt beim Verteidigungswurf des Gegners, wenn das Scharfschützengewehr schießt oder beteiligt ist, ein Blocksymbol vernichten im Prinzip. Noch ein Vorteil ist beim Scharfschützen einfach Hochgeschwindigkeit, der Gegner kann nicht mehr ausweichen, dagegen ausgeben, ist super. Warum ist denn der Scharfschütze so wichtig? Er hat lange Reichweite von 1 bis 5, das ist nicht mehr aktuell, was ihr auf der Karte abgedruckt habt, das wurde mal geändert. Und er ist wichtig deswegen, weil es wird euch sehr oft passieren bei Star Wars Legion, dass ein Modell des Gegners drüber lebt oder vielleicht auch nur ein Held mit einem Lebenspunkt und der euch noch im späteren Spielverlauf das Leben sehr schwer machen kann. Könnt ihr ein bisschen vermeiden, weil mit dem Scharfschutz könnt ihr wie ein Skalpell punktuell nochmal irgendwo Schaden machen, bevor Modelle vielleicht fliehen. Das ist der große Vorteil bei den Scharfschützen. Oder natürlich Ziele kleinschießen, bevor es zum richtigen Showdown kommt. Da, letzte Erweiterung, dann sind wir auch durch beim Imperium. Wir holen uns eine imperiale Spezialistenbox. Darin enthalten ist ein generischer Commander mit 9 Befehlskarten fürs Imperium allgemein. Ein medizinischer Droide, der kann 2 Lebenspunkte insgesamt im Laufe des Spiels heilen oder auch Modelle, die in derselben Runde versterben, wiederbeleben. Wichtig aber nur, wenn ein Todestruppler in Runde 2 stirbt, kann das der Droide auch nur in Runde 2 wiederbeleben, nicht mehr in Runde 3. Er kann aber jederzeit Helden auch später heilen, das geht. Also Modelle mit mehr Lebenspunkte bzw. allgemein. Was habt ihr noch mit drin? Ein Com-Techniker und ein Reparatur-Droiden. Der funktioniert im Prinzip ähnlich wie der medizinische Droide. Nur dass der medizinische Droide, der Reparatur-Droide, könnte auch einen Waffenschaden, einen Mobilitätsschaden oder einen Deaktivierungsschadensmarker, ich weiß nicht genau, wie der dritte Marker gerade heißt für Fahrzeuge, könnte er auch wegnehmen bei dem Zieleinheit, bei der er das macht. Ja, das war's Imperium. Ein paar Spezialisten reingeholt, dass ihr einfach auch kennenlernen, was können Spezialeinheiten im Vergleich zu meinen Korpseinheiten. Nun geht's weiter mit den Rebellen, auch auf Yavin 4. Bis gleich. Willkommen bei der Rebellenallianz, also wieder auf Yavin. Ein bisschen Kulisse für euch zum Gucken. Kurz nochmal zur Erklärung vom Video. Hier rechts Einblendung, was ihr euch schon geholt habt im ersten Teil. Hier das neue Zeug und hier unten beim Mando-Shirt wieder ein paar Bilder, dass ihr die Einheit mal vom Namen seht und einfach seht, hey, was erwartet euch so. Ein kurzer Abriss von dem ersten Empfehlung.
Ihr habt euch die alte Grundbox geholt, ihr habt dadurch bekommen Luke Skywalker als euren ersten Commander. Mit dazu waren auch zwei Rebellentrupps dabei und ein kleiner zuverlässiger Kampfläufer, den AT-RT. Ergänzen solltet ihr das Ganze mit der Leia, unabkömmlich für alle Rebellensammlungen. Chewie ebenso, den kannst du mit allem kombinieren. Es fühlt sich bei keiner Kombination richtig schlecht an. Ist einfach immer eine Option. Und abschließend habt ihr euch noch eine Box Rebellenveteran geholt. Wichtig beim Rebellenveteran, wenn ihr einen Infanterietrupp spielt, habt ihr die Option, noch ein kleines unabhängiges Geschütz zu stellen als Aktivierung. Das ist ein MK-Geschütz und wie gesagt, ihr könnt es nur spielen, habt ihr einen großen Infanterietrupp der Rebellenveteran dabei. Guter Grundstock, den erweitern wir jetzt. Anders als beim Imperium machen wir hier keinen neuen Commander mit hinzu. Wir greifen zu einem neuen Agenten. Und zwar ist es niemand anderes als Sabine Wren. Hier. Also, ihr habt ja unten das große Bild. Sabine Wren ist keine Figur, die wir aus Filmen kennen. Die kennen wir aus der Serie Star Wars Rebels. Ist eine Mandalorianerin. Ihr habt auch, wenn ihr sie kauft, verschiedene Bauoptionen. Also, ihr kann auch so einen schicken Mando-Helm haben. Was kann die so? Die hat eine sehr gute Verteidigung, auch Angriff wie die Todestruppen, kann die Energiesymbole im Angriff und in der Verteidigung in positive Ergebnisse verwandeln. Sie ist außerdem sehr schnell unterwegs. Sie hat Geschwindigkeit von 3, bei Leech gibt es nur 3 Geschwindigkeiten, 1, 2 und 3. 3 ist das schnellste, das hat Sabine. Vor allem hat die Jetpack. Die kann zum Beispiel über diesen Felsen einfach drüber fliegen. Die kann Höhen bis zu 30 cm einfach überwinden. Richtig geil, vor allem setzt ihr den Gegner früh unter Druck und er muss sich aus seiner Komfortzone herausbewegen und beginnen, um Missionsziele früher zu kämpfen, denn sonst klaut vielleicht eine Sabine eine Kiste und haut einfach damit ab als Beispiel. Außerdem kann sie auch mit einem Lichtschwert, dem sogenannten Dunkelschwert, ausgerüstet werden und ist dazu in der Lage, oder damit in der Lage, auch Einheiten im Nahkampf relativ gut zu vernichten und auch Lichtschwertträger zu bremsen, bevor sie andere zerbrechliche Einheiten der Rebellen bekämpfen. Sie ersetzt damit keinen Lichtschwertnutzer an sich, keinen Vader, keinen Skywalker oder Kenobi, aber sie ist eine gute Option, um diese Leute zu bremsen längere Zeit, dank ihrer richtig geilen Rüstung. Ja. Ergänzen würde ich das Ganze mit der ersten Spezialeinsatzeinheit, das wäre der Clan Ren. Da kriegt ihr quasi nochmal 2 neue Spielmöglichkeiten mit rein. Ihr könnt den Clan Ren als Clan Ren spielen. Oder als mandalorianischer Widerstand. Clan Ren ist nichts anderes wie die Familie von Sabine Wren, denn ihr kriegt ihre Mom und ihren Bruder mit rein und noch einen anderen Mandalorianer. Alle 3 zusammen kommen auf 6 Lebenspunkte, also pro Modell 2 Lebenspunkte. Sie synergieren mit Sabine, sie haben auch die Geschwindigkeit von 3 Jetpacks, können sogar einen, ich sag mal, eine Art Erstschlagwaffe ausrüsten mit so einem Raketenwerfer auf dem Jetpack. Sehr interessant. Dazu die ganz normalen Mandalorianer, die ihr noch haben könnt in der Box. Ist ein 4-Mann-Trupp, optional 4-Mann. Also es sind eigentlich 3 Leute plus ein eventueller Nahkämpfer, jetzt, wenn ihr den haben wollt. Sie sind einfach eure stabilsten Rebellen im ganzen Spiel, weil es sind auch normale Soldaten mit einer Rüstung, mit einem roten Rüstungswürfel. Und schützen einfach eure zerbrechlicheren Modelle und sie sind halt, der Gegner kann ihn nicht ignorieren, weil die machen doch auch sehr viel Schaden über Zeit. Daher klare Empfehlung, nicht nur wegen dem Film Mandalorian sind sie cool, sie sind auch cool im Spiel. Ja, als letzte Option für Spezialeinsatzkräfte würde ich mir noch eine Einheit Rebellenkommandos holen. Wenn ihr die Rebellenkommandos holt, ihr könnt die wie die Scout-Truppler auf 4 Weisen spielen, als ein 4-Mann-Trupp zum Beispiel, plus schwere Waffe, oder als ein 2-Mann-Trupp inklusive schwerer Waffe. Wichtig beim Stoßtrupp ist nur, die schwere Waffe ist automatisch der Squad Leader. Ihr habt hier wie bei den Scout-Truppen des Imperiums die Option auf einen Scharfschützen, um einfach punktuell nochmal irgendwo einen Schaden reinzudrücken oder den letzten Lebenspunkt eines Helden zu nehmen oder einer Einheit, bevor die vielleicht außer Sicht rennt und euch später Probleme macht, wenn es darum geht, vielleicht Missionsziele am Ende des Spiels zu umkämpfen oder vielleicht einfach nur die meisten Einheiten in der Nähe einer Mission zu haben. Eines Objektes halt. Dafür sind Scharfschützen da und Scharfschützen haben halt die Reichweite bis zu 5, also immer eine gute Option. Gut, und zu guter Letzt holen wir uns eine Box Rebellenspezialisten auch. Ach so, kurz. Der Bombenleger bei den Rebellenkommandos ist wie beim Imperium. Also einer alleine wird euch nicht so zufriedenstellen, da braucht ihr wirklich eine zweite Box, dass der eine gute Option mal wäre. Jetzt zu Rebellenspezialisten. Ihr habt da auch einen Offizier drin, generischen, den ihr auch als
Aufrüstung nehmen können für normale Truppen, um die Moral zu verbessern zum Beispiel. Ansonsten generischer Offizier mit ein paar extra Befehlskarten. Auch gute Karten dabei, die durchaus eine Option sind, die zum Beispiel Ausweichmarker weitergeben. Ihr habt Medroiden dabei, gleiches wie beim Imperium. Ihr könnt Leute retzen oder ihr könnt also wiederbeleben, solange die in der Runde verstorben sind. Oder ihr könnt auch 2 Lebenspunkte generell heilen, dann ist aber auch fertig. Der Reparatur-Droide verhält sich relativ ähnlich, nur dass er auch noch Waffen oder Fahrzeugschäden generell wegnehmen kann, so Schadensmarker. Und der Kommtechniker noch zu guter Letzt. Das sind quasi die Erweiterungen, die ich jetzt hier empfehlen würde. Ungefähr 100 Euro, je nachdem, wo ihr die Sachen kauft, habt ihr auf jeden Fall eure Armee schön flexibel erweitert. Und als nächstes gehen wir mal zu den Droiden der Separatisten. Bis gleich. Willkommen bei der Konföderation unabhängiger Systeme, anders da genannt auch die Separatisten. Ja, hier auf Geonosis offensichtlich, war glaube ich sogar tatsächlich die Gründungswelle der Separatisten damals. Da wurden quasi alle Droidentypen, die die Jungs so mit reingeschmissen haben in den Pott, als die große Droidenarmee zusammengestellt. Wir gehen mal kurz durch, was haben wir uns in dem ersten Teil holen sollen. Wir haben uns eine Grundbox geholt, da waren 2 B1-Droidentrupps drin, es war eine Einheit Droidikas drin. Es sind zwar 4 Modelle mit drin, das seht ihr hier auch. Lasst euch nicht verwirren, es ist tatsächlich aber nur eine Einheit. Was ich halt schön fand vom Designer, dass sie das verbildlicht haben, der Droide kann sich ja so ein bisschen transformieren. Entweder Gefechtsstellung, da ballert er halt rum, oder ist halt im Rollmodus, dann ist er halt einfach nur schnell unterwegs. Finde ich einfach schön, wie immer nur irgendwelche Pappmarker. Das war die Grundbox. Dazu habt ihr euch geholt die B2 Superkampf-Droiden, eine 1 B1-Droiden-Aufwertungsbox mit 9 Waffen drin, noch ein paar Spezialisten. Ich habe die ganz normal, so wie in der Box enthalten, auch zusammengebaut. Wichtig aber ist da auch, Legion ist einfach zu sagen, habt ihr in Einheiten Modelle drin, die nicht per Karte quasi nochmal aufgerüstet sind, zum Beispiel diesen Giftwerfer. Stellt ihr eine B1-Droiden-Einheit ein, rüstet aber diese Giftwerferwaffe nicht aus, dann hat das Modell auch nicht diese Waffe. Es ist ein ganz normaler B1-Droide, auch wenn es optisch was anderes darstellt. Das wird bei Star Wars Legion nicht ganz so krass gelebt und gespielt wie in anderen Spielsystemen. Da nennt sich das What you see is what you get. Das, was du mir auf den Tisch stellst und verbildlich mir, bekomme ich auch ab als spielerischen Effekt, ist bei Legion nicht so stark vertreten. Da konnten wir hier auch schon auf 4 Korpseinheiten kommen. Zu guter Letzt haben wir uns noch Darth Maul geholt. Der ist einfach cool. Was soll ich groß sagen? Der ist zwingend einfach. Nur mal ganz kurz, den müsst ihr euch holen. Ich denke auch, es fängt immer mehr an, dass er teilweise ausverkauft ist. Also wenn ihr könnt, holt ihn euch noch, bevor man vielleicht ein halbes Jahr warten muss, bis der wieder lieferbar ist. Gut, das war also unser Start. Gehen wir mal auf diese Seite rüber und schauen wir uns, was wir denn dazu geholt haben. So spektakulär, wie wir angefangen haben in Teil 1, geht es ein bisschen unspektakulär in Teil 2 weiter. Ihr müsst euch, das ist die einzige Fraktion, bei der ich das auch sage, eine zweite Grundbox holen. Ihr braucht nochmal mehr B1-Droiden. Also dieser Baumarathon hört nicht auf für euch leider. Ihr werdet dafür mit einer schnellen Bemalung belohnt tatsächlich. Sehr simpel und so weiter. Aber ihr müsst euch da nochmal durchbeißen, nochmal eine Box kaufen mit 2 Einheiten B1-Droiden. Droidikas wieder mit drin. Es gab ein Punkte-Update Ende November. Die Droidikas wurden als Einheit günstiger. Jede Einheit, die ihr euch in eure Armee reinholt, hat einen gewissen Punktewert, den ihr zahlen müsst dafür. Und die Droidikas hatten da einen kleinen Buff bekommen. Bedeutet, sie wurden von 100 Punkte auf 80 Punkte gesenkt. Sind also eine günstigere Variante oder günstigere Option für eure Armeen. Und ich als Gegenspieler der Droiden meistens habe Respekt vor Droidikas, weil die einfach auch dafür sorgen können, dass Modelle vom Spielfeld fliehen, weil die extra Niederhalten streuen oder Aktionen dir verweigern als Gegner. Und ihr habt natürlich noch einen 2. Grievous. Demnach könnt ihr dann in der ersten Box euch den mit dem Blaster so zusammenbauen. In der zweiten Box, zeige ich mal in einem anderen Video, dann im Teil 3 wahrscheinlich, den Typen mit 4 Schwerter einfach mal zusammenbauen. Gut. Was habt ihr euch denn noch geholt? Ihr holt euch noch die Steps. Ich blende euch hier unten ein. Ich wollte euch jetzt in die Kamera zeigen, was ein Blödsinn. Ihr kriegt die jetzt hier eingeblendet. Steps sind super schnelle Einheiten, sind super zum Flankieren. Sie können auch andere Fahrzeuge oder Truppler koordinieren. Also sie geben einen extra Befehl weiter. Sobald ihr den Befehl gibt, kriegt ein Modell in ihrer Reichweite 1 einen extra Befehl obendrauf.
unabhängig von der Karte. Das ist einfach nur, der Effekt wird ausgelöst, wie so eine kleine Kette, sobald die was bekommen, gibt es noch was obendrauf. Der Angriff ist okay, sie sind nicht sehr stabil, muss euch klar sein. Also die Jungs wollen wirklich nur mal schnell von der Seite reinsausen, am besten vor nicht gesehen werden und einfach den Gegner von der Seite irgendwo ein bisschen aufreiben, damit vielleicht jemand wie Maul oder Grievous sich nähern kann. Einfach eine gute flankierende Einheit. Dann, die blende ich euch jetzt ein, die gibt's noch nicht, die gibt's aber im Januar. Ihr sollt euch die Separatisten oder die Droiden-Armee-Box holen, diese Spezialisten-Box. Auf jeden Fall einmal. Ihr habt da drin einen generischen Commander, das ist der günstigste Commander im ganzen Lieblingssystem dann. Wie viel er kostet, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Auf jeden Fall, der ist mit drin. Ihr habt einen Reparatur-Droiden drin, der kann eure Droiden heilen oder auch Fahrzeuge quasi heilen oder mechanische Effekte bei Fahrzeugen beheben. Ihr habt einen Medizin-Droiden drin, damit könnt ihr auch jemanden wie Maul oder Count Dooku vielleicht später heilen. Und ihr habt einen Sonnendroiden drin. Ja, das soll unsere Erweiterung auch in Teil 2 gewesen sein. Im Prinzip, wir bauen unseren Kern der Armee weiter aus. Wir brauchen noch mehr Masse als Droidenspieler, wie in einem Film, einfach mehr Masse ins Feld. Das ist der simpelste Weg, da nochmal ranzukommen. Und hiermit schließen wir auch den zweiten Teil der Droidenarmee. Wie gesagt, etwas unspektakulärer wie am Anfang. Dafür haben wir am Anfang uns eine super schöne Startauswahl schon mal geholt. Ergänzen das jetzt einfach mal nochmal und sind dann... Ja, wir stehen dann sehr stabil da als Droidenspieler. Kommen wir nun zu den Republikanern der Klonarmee. Willkommen bei der Galaktischen Republik auf dem Planeten Felucia. Ja, Felucia, schicke Platte. Ich denke, ihr habt jetzt auch mal ein bisschen sehen können durch das Video, was für Spielflächen man sich denn so auch bauen kann. Was gibt es? Mal so drei Beispiele auch neben den ganzen Armeen. Zu dem Thema Felucia wird es diesen Monat auch nochmal ein extra Video geben. Da schauen wir uns die Platte noch ein bisschen genauer an. So ein kleiner Hinweis für euch. So, nun noch zu den Armeen. Wir haben hier den Grundstock nochmal aus Teil 1. Das war eine Klonkriegsgrundbox im Prinzip. Darin enthalten General Kenobi, zwei Einheiten Phase 1 Klone und einen Barclay, den ihr auf zwei Weißen zusammenbauen könnt. Die habt ihr jetzt die Weiße. Ich habe es eigentlich aber auch alle so zusammengebaut mit dem Beiwagen. Ergänzt haben wir das mit Senatorin Padme. Eine Einheit Phase 2 Klone, dass ihr noch eine dritte Korpseinheit einfach hattet. Und leider in unbemalt, er ist mir beim Bemalen, als ich beginnen wollte, von der Base tatsächlich gefallen. Der war wohl irgendwie schon ziemlich locker auf der Base gesessen. Ja, stellvertretend nun für Anakin auch seine Erweiterungsbox hier. Der trocknet gerade. Ich hoffe, den kann ich vielleicht dann mal in den nächsten Tagen dann noch nachholen. Ja, das ist euer Grundstock gewesen. Also zwei Commander, ein Agent, drei Korpseinheiten und eine Unterstützungseinheit. Gut, für 100 Euro würde ich das Ganze jetzt folgendermaßen erweitern. Es sieht ein bisschen nackt aus, ich weiß. Tut mir leid, dass da nicht so viel los ist wie bei anderen Armeen. Holt euch, wenn ihr könnt. Ich weiß, es ist nahezu unmöglich aktuell. Ich würde euch trotzdem Clone Captain Rex empfehlen. Clone Captain Rex ist ein günstiger Commander, der aber auch ganz gut im Angriff ist, weil er viele Angriffe streut. Er schießt auch recht gut, muss man sagen. Und er unterstützt vor allem eure Klonsoldaten insgesamt. Also ist eine schöne Kombi mit Captain Rex Partner, Captain Rex Anakin, kann ich mir vorstellen, wie in einem Film. Eine gute Ergänzung. Auch Rex und Kenobi zusammen war nicht schlecht, aber ich glaube, mit dem Anakin fühlt es sich ein bisschen runder an, tatsächlich, muss ich sagen. Holt euch noch dazu, ihr braucht nochmal eine Korpseinheit, nochmal eine Einheit Phase 2 Klone. Also ich kann euch das Weißmal leider nicht ersparen. Eine Phase 2 Box solltet ihr euch auf jeden Fall ohne anklonen nochmal, dass ihr nochmal mehr Korpseinheiten habt, einen größeren Grundstock einfach. Kommt ja nicht drum rum. Ist leider so. Tut mir leid an der Stelle. Ich weiß mal, ist ätzend. Ey, ich kenn's zu Genüge. Ich habe da eine ganze Vitrine voll mit den Klonen bald auf zwei Böden. Man beißt sich einfach durch. Ja, als Unterstützung würde ich mir den Klon AT-RT holen. Er ist nicht so beliebt, was man so im Netz so hört und liest und wird immer ein bisschen runtergespielt, finde ich. Ich finde einfach, also ich mag die AT-RTs als Fahrzeug an sich bei Star Wars und bei Clone Wars und so weiter. Der Klon AT-RT, könnt ihr euch den vorstellen. Er hat drei Waffenaufhängungen dabei. Das ist einmal so eine Gatling, eine Laserkanone und ein Flammenwerfer. Die Gatling ist auf Reichweite 1 bis 3 im Prinzip, diese Rotationsblaster, um genau zu sein. Die Laserkanone ist auf 2 bis 4, ist gut gegen Fahrzeuge, also speziell gegen Fahrzeuge. Und ein Flammenwerfer auf Nahdistanz. Ja, das
bringt euch der? Warum finde ich den nicht schlecht? Es ist ein Wohnfahrzeug. Mal angenommen, ihr habt eine spärliche Spielplatte. Ihr kommt auf einen Spieleabend, ihr kennt die Platte nicht, packt euch den mit ein in eure Liste, denn er bietet euren Fußsoldaten leichte Deckung, wenn die hinter ihm stehen. Und dadurch könnt ihr so ein bisschen Deckungslücken schließen, finde ich da ganz nett. Und er kann einfach im Angriff auch Energiesymbole drehen auf Treffer. Daher, wenn ihr ein bisschen die Sonderregeln der Armee hier ein bisschen nutzt, könnt ihr mit ihm auch gutes Unterstützungsfeuer geben von der Sonderregel her, weil er ja die Angriffe bei Energiesymbolen drehen kann. Zu guter Letzt blende ich euch jetzt ein. Holt euch noch eine Spezialistenbox der Republik. Darin enthalten ist ein günstiger generischer Commander. Also falls ihr Rex nicht kriegt, habt ihr zumindest den. Könnt damit dann vielleicht später immer noch mehr auf Fahrzeuge setzen zum Beispiel oder größere Infanterieverbände stellen, weil ihr im Commander einfach Punkte sparen könnt. Ihr habt einen Sanitäter dabei. Anders da wie die alten Sanitäter kann dieser nur ein einziges Mal heilen. Kann aber auch dafür mitballern. Also er schießt mit. Der Mediziner bei den Imperium Rebellen, der kämpft nicht mit, der kann nur zweimal heilen. Kleiner Vorteil, aber auch Nachteil, dass er nur einmal heilen kann, dieser Sanitäter hier. Jo, ihr habt natürlich noch einen Reparaturdroiden drin und nochmal einen Spezialistenklon. Bei dem weiß ich jetzt gerade gar nicht, was der so genau kann. Der Reparaturdroid ist wie die anderen Droiden bei Reparaturen, kann bis zu 2 Schadenspunkte heilen oder einen Waffenschaden oder Fahrzeugschaden-Token abnehmen. Das soll es gewesen sein zur Erweiterung der Republik-Armee. Ja, ich würde sagen, wir haben einfach hier so im Groben nochmal unseren Grundstock bei den Korpseinheiten erweitert. Wir haben noch ein neues Unterstützungsmodell jetzt dabei, was wir kennenlernen können. Vielleicht könnt ihr dann auch ein bisschen schon mal reinschnuppern und merken, hey, ich mag eher schnelle Fahrzeuge oder ich mag lieber behäbige Fahrzeuge, die meinen eigenen Leuten auch gut Deckung geben können, die mit ihnen marschieren. Müsst ihr dann für euch entscheiden. Wir sehen uns jetzt gleich zum Schlusswort dieses Leitfadens. Ja, das war der zweite Teil meines Leitfadens. Ich hoffe, es war soweit verständlich für euch, dass ihr da ein bisschen ein Bild bekommen habt für jede Fraktion, was macht Sinn, sich zuzulegen, warum habe ich mir das überhaupt holen sollen. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ihr eine ungefähre Ahnung habt und nicht blind ins Regal greift und vielleicht nicht nur nach Optik geht. Vor allem auch Hemmschwellen will ich nehmen mit der ganzen Sache hier. Was haben wir im Prinzip getan, mal im Groben nochmal? Bei Rebellen und Imperialen haben wir uns Spezialeinsatzkräfte dazugelegt, vor allem in Commander und neue Agent eventuell auch. Einfach damit ihr mit den Spezialeinsatzkräften noch einen anderen Truppentyp kennenlernt für eure Armeen später. Natürlich auch Kräfte empfohlen, die nicht zu spezifisch sind, sondern eher allgemein gut funktionieren mit verschiedenen Armee-Builds später. Was haben wir denn bei den neuen Fraktionen gemacht? Da haben wir eigentlich unsere Korpsauswahl nur erweitert. Gerade bei Druiden ist es unabdingbar, dass ihr die Option habt auf 5 Einheiten B1. Kriegt ihr den Hals nicht voll davon, die Dinger zusammenzubauen? Ja, dann holt euch halt irgendwann die 6. B1-Einheit. Auf jeden Fall 5 solltet ihr wirklich als Option haben können. Ihr habt Stepwider dazu bekommen, etwas Schnelles für eure sehr statische und langsame Armee im Vergleich insgesamt. Auch eine schöne Erweiterung bei den Klonen. Einfach auch nochmal die Korpsauswahl erweitert und 2 Commander, 2 günstigere dazu geholt. Mit einem langsamen Fahrzeug, was eure Infanterielinie einfach verstärken soll. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Der dritte Teil wird Ende Januar kommen, vielleicht aber Anfang Februar. Ich möchte jetzt hierzu gar kein Datum nennen, er wird auf jeden Fall kommen. Für jede Fraktion gibt es noch eine von mir geschriebene Beispielarmeeliste mit Empfehlungen auch oder Befehlskarten und der Missionen, was man so spielen könnte. So ein bisschen grob angeschnitten für jede Fraktion. Ja, nochmal 100 Euro werden da in die Hand genommen. Am Ende haben wir dann 300 Euro in eine der Armeen investiert und haben dann einen schönen Einstieg ins Hobby, wie ich doch finde. Und vor allem, ich finde, er ist dann tatsächlich relativ zeitlos, weil Einheiten, die jetzt hier in den Leitfaden bisher empfohlen bekommen habt, gibt es schon länger, haben sich schon länger bewährt, sind absehbar, dass sie sich lange bewähren werden, auch tatsächlich. Damit meine ich jetzt gerade die Spezialistenbox der Droiden oder der Klone, ganz klar. Und hat euch der Leitfaden soweit gefallen, teilt es gerne weiter. Mich freut es jetzt schon, wie das so empfohlen wurde bisher. Auch die Anzahl an Likes vom ersten Teil freut mich mega. Sage ich schon mal einfach vielen Dank an euch dafür. Und ja, bis zum nächsten Video. Wenn euch irgendwas noch fehlt, in die Kommentare reinhauen, dann kann ich das auch noch ergänzen beim dritten Teil. Danke Leute und bis zum nächsten Video. Ciao.